Ey Leute, was geht? Wizard am Start. Und heute mache ich einen Schizotalk speziell für einen Tottenham-Fan. Und ja, er hat mir mehrere Fragen gestellt und die werde ich jetzt versuchen, so gut wie möglich zu beantworten. Noch eine kleine Sache, bevor ich anfange, ist, eigentlich wollte ich es in der Natur machen, das Video, aber das ist nicht gegangen. Also ich habe es gemacht, das Video, aber es war so wirrwarr und jetzt will ich es genauer noch einmal machen. In meinem Studio, könnte man sagen. Und jo, jetzt geht's los. Wie habe ich es geschafft, meine Psychosen, Ängste und Depressionen in den Griff zu bekommen? Fangen wir mal mit den Psychosen an. Also ich bin jetzt schon circa 4 Jahre lang schizophren. Hab schon die ärgsten Auf und Abs gemacht, aber seit dem letzten Schub bin ich eigentlich erst frei. Das kann ich ganz einfach erklären. Ja, Entschuldigung. Ich bin frei, weil durch einen Fehler von der Schizophrenie, was sie mir gesagt hat, bin ich drauf gekommen, dass das alles Bullshit war. Es gibt so viele Stories von mir, was ich gemacht habe in der Schizophrenie. Werde ich euch vielleicht irgendwann mal erzählen, aber jetzt geht es um die Fragen. Also, wie habe ich es geschafft, meine Psychose in den Griff zu bekommen? Ich weiß nicht, habe ich es in den Griff? Das ist eine schwierige Frage eigentlich. Ich habe es geschafft, weil seit dem letzten Schub bin ich ja irgendwie mehr draußen aus der Psychose. Weil ich vieles hinterfragt habe dadurch, durch den letzten Schub. Der war echt schlimm. Kann ich euch einmal genauer erzählen. Aber ja. Und ja, wie schon gesagt, ich habe das 4 Jahre und man lernt immer pro psychotischen Schub und in der gesamten Zeit lernt man immer mehr über sich und über die Psychose. Und ja, seit ich mehr Selbstliebe habe und die Sachen mache, die mir gut tun, auch wenn noch vieles falsch rennt, weil ich noch korrigieren muss in meinem Leben, weil jetzt in letzter Zeit war ich wieder ein bisschen zart, aber die Psychose ist immer noch nett zu mir. Weil ich mich mag. Ich mag mich. Und drum, die Schizophrenie ist nichts anderes als ein Teil einer Abspaltung von deiner Persönlichkeit, die in deinem Gehirn lebt, könnte man sagen. Und wenn du dich gut behandelst, wird die Schizophrenie dich auch besser behandeln. Du bist die Schizophrenie. Du bist nicht die schizophrene Stimme, das ist, aber sie ist ein Teil von dir. Es kann so sein, du bist das Puzzle. Und die Schizophrenie ist ein Stück von diesem Puzzle, aber sie ist nicht du und ja, aber sie ist ein Teil von dir. Also behandelt euch gut, dann wird es euch besser gehen in der Schizophrenie. Schaut, dass du nicht so viel Scheiße machst, hinterfragt die Sachen, die die Schizophrenie sagt. Das war schon so oft Blödsinn, ich bin da schon so oft reingefallen und irgendwann lernt man es. Manchmal muss man auf die harte Tour lernen. Okay, wie habe ich meine Ängste im Griff bekommen? Also, richtige Angst gehabt habe ich irgendwie, naja, Angst. Es war sehr merkwürdig, sagen wir so. Es war extrem merkwürdig, als ich das erste Mal die Stimmen gehört habe. Und ich habe vorher schon Halluzinationen gehabt, das habe ich ja schon mal in einem Video erzählt. Und ja, ich habe sogar schon im Teufel in mein Zimmer gehabt und die Schmerzen gespürt beim Fuß, die was mir zugefügt hat. Das ist natürlich alles nur im Gehirn abgespielt, aber die Schmerzen habe ich richtig gespürt und ich habe ihn auch gehört. Und das ist eigentlich eine super Geschichte, die hebe ich immer für ein anderes Mal auf. Also, wenn ihr mehr von Anfang an von meiner Schizophrenie wissen wollt, schreibt es in die Kommentare und ich werde das genau durchgehen mit euch. Okay, also Ängste habe ich eigentlich. Ich weiß gar nicht, was meine Ängste sind. Ich hab derweil geht's mir gut und aber eins stimmt, in einer, was man im vorherigen Video gelernt habe, also im vorherigen Schizotalk, in einer passiven psychotischen Schub habe ich teilweise schon Angst vor der Stimme. So unterm Tag habe ich keine Angst, aber wenn ich eine Derealisation habe und wenn es mir schlecht geht und dann die Stimme noch auf mich einredet, dann habe ich teilweise ein bisschen Angst, aber das wird auch immer besser. Also man muss sich seinen Ängsten stellen teilweise. Das ist das gleiche mit einer Spinnenphobie. Früher habe ich keine Spinnen sehen können, ich habe sie immer gleich umgebracht. Jetzt lasse ich sie einfach in die Freiheit, also außer sie sind zu groß, dann muss ich es manchmal immer noch killen. Aber yo,
Ich habe meine Spinnenphobie zum Beispiel, das hat jetzt nicht wirklich was mit der Psycho, ich meine mit der Psychose zu tun, aber meine Spinnenphobie, da war ich im Mauergrad als Patient beim 17er Pavillon oder so, das ist Arbeitstherapie, und da habe ich einfach eine Spinne, eine kleine, mal auf mich krabbeln lassen, und da sieht man dann, es ist nicht schlimm. Ich mag die großen mag ich auch nicht, aber gegen kleine Spinnen habe ich eigentlich gar nichts, die lasse ich immer am Leben. Okay. Also sich seinen Ängsten stehlen. Und man braucht keine Angst vor sich selbst haben. Das, was in den Kopf vorspielt, das hört kein anderer, das sieht kein anderer. Das weiß man nur selber. Und im Prinzip, wenn man vor der Schizophrenie Angst hat, was auch verständlich ist, hat man ein bisschen Angst vor sich selber, von einem abgespaltenen Teil. Also ich finde, da gibt es nichts, wo man Angst haben sollte. Es ist einfach, es kann gruselig sein, aber es ist einfach ein Teil von dir, der ein bisschen verwirrend ist, könnte man sagen. Nicht wirklich verwirrt, aber es ist also ein Mischmasch. Ich kann mich gerade nicht gut erklären, sorry. Auf jeden Fall machen wir weiter. Wie bin ich mit meinen Depressionen, wie habe ich die in den Griff bekommen? Also über den ganzen Winter noch, man kann sich so vorstellen, bei meinem letzten Schub war ich da oben, kann ich gar nicht zeigen, so hoch oben war ich. Da war ich voller Selbstvertrauen, voll in God-Mode wieder. Im Multiversum war ich tätig. Ich habe mit lauter Universen vom Multiversum reden können, mit verschiedenen Wesen. Ich habe gedacht, dass alle Filme und Serien in einem Multiversum existieren, als Realität quasi. Und mit denen habe ich reden können. Ich habe zum Beispiel mit Harry Potter reden können. Und die haben sich wirklich so verhalten wie in den Filmen. Und die Gespräche, es war eigentlich krasse Erfahrung, kann man sagen. Aber wurscht jetzt. Nach dem Schub, wie ich raufgekommen bin, dass das nur Bullshit war, war ich da ganz unten, bin ich komplett abgestürzt. Ich habe mich unwohl mit meinen Freunden zum Beispiel gefühlt. Es war komplett schwierig für mich. Das Einzige, wo ich habe mich eigentlich fast jeden Tag unwohl gefühlt. Ich habe mich schlecht gefühlt, ich habe das hinterfragt, was passiert ist und so. Aber ich habe viele Sachen gemacht, weswegen ich mich schlecht gefühlt habe. Und ich habe meine Freunde, ich habe es nicht wirklich sehen können, weil ich habe immer ein schlechtes Gefühl dabei gehabt. Darum habe ich auch eine längere Videopause gemacht, weil es mir einfach scheiße gegangen ist. Über den Winter war das so, aber dann hat mir die Ärztin Antidepressiva, Sertralin heißt das, glaube ich, verschrieben. Und man merkt es nicht wirklich, aber am Anfang kommt ja mehr Antrieb und nach 2 Monaten oder so ein bisschen Stimmungsaufheiternde. Und es hat tatsächlich funktioniert, aber nicht allein wegen den Antidepressiven, sondern weil ich mal mehr für mich gemacht habe. Ich habe angefangen zum Sport machen, ich versuche zum Rauchen aufzuhören, habe es zwar noch nicht geschafft, aber da kommt noch ein Video, ein interessantes, mit einer kleinen Challenge. Ich habe Gehirnjogging gemacht gegen die kognitive, weil bei einer Schizophrenie gehen die kognitiven Fähigkeiten auch ein bisschen runter, wie Gedächtnis und so. Und ja, also Gehirnjogging, das habe ich jetzt kurz pausiert, aber das mache ich bald wieder weiter, weil mir ist schon aufgefallen, seit ich es nicht mehr mache, ich mache schon seit 10 Tagen nicht mehr, weil es so ein Hin und Her ist, aber jetzt will ich wieder regelmäßig alle meine Sachen machen, weil man das einfach gut getan hat. Jetzt hat man Selbstbewusstsein geschenkt, den Selbstwert gesteigert und das Selbstvertrauen besser gemacht. Da mache ich mir immer 30-Tages-Challenges, aber das kann ich euch alles genau erklären, wie und was, wie man seinen Selbstwert aufbaut. Aber gehen wir weiter. Was wollte ich gerade sagen? Ah ja, was ich gerade alles mache. Gehirnjoggen war das letzte, dann noch eine Intervallfasten. Das ist was Geniales. Man nimmt ab und man fühlt sich einfach viel energetischer, weil man hat nichts im Magen. Da tut man 8 Stunden, darf man was essen und da habe ich auch nicht so viel gegessen und dann 16 Stunden nichts essen und man fühlt sich einfach besser damit. Und es ist nichts Schlimmes. Da tut man einfach von, sagen wir, 9 bis 17 Uhr essen und dann, das geht über Schlafen auch und dann um 9 kannst du wieder einen Kaffee trinken und das, oder frühstücken. Aber du nimmst auf jeden Fall ab und hast mehr Energie. Und dann mache ich noch, was ich auch erst wieder anfange, weil ich auch passiert habe, kein Zucker mehr. Ich bin so viel mehr energetisch aufgeladen ohne Zucker. Jetzt habe ich wieder länger Zucker zu mir genommen in vermehrter Form und mir geht es einfach wieder schlecht. Jetzt gerade geht es mir ehrlich gesagt nicht so gut, weil ich die Sachen wieder ein bisschen vernachlässigt habe und jetzt fange ich wieder an, weil
Ja, ich will wieder, dass es bergauf geht und jo, das ist schwierig. Weil wenn man das länger nicht mehr macht und zu viel, ich weiß einfach schon, was man gut tut und was man nicht gut tut. Und darum muss man mehr die Sachen machen, die einem gut tun. Und so kommt man am besten aus der Depression raus. Aber es ist nichts, ich wollte früher auch eine Antidepressiva nehmen, aber es ist nichts Schlechtes dran, wenn man zusätzlich Medikamente nimmt zur Unterstützung. Man muss sie nicht für immer nehmen, aber für den Anfang ist das eine gute Basis. Dass man, natürlich muss man noch viel mehr machen. Man muss auf sich schauen und einfach das machen, was einem gut tut. Also ja, so habe ich mich aus der Depression befreit. Okay, wer es genauer wissen will, wie ich meine 30-Tages-Challenges mache und was ich da genau mache, ich kann ein extra Video dafür machen. Und jo, gehen wir zur nächsten Frage. Wie gehe ich mit Derealisation um? Achso, nein, warte, es kommt vorher noch eine. Wie verhalte ich mich in einer Psychose? Also in einem aktiven Schub habe ich mich echt scheiße zu den Leuten verhalten, die was mir helfen wollten. Und das tut mir wirklich leid. Aber ich habe mich bei ihnen entschuldigt, habe das alles aufgeklärt. Und ja, in einem passiven Schub bin ich meistens einfach schlecht drauf, rede nicht zu viel und nehme einfach Dr. Böhm ein und durchschlafe. Das soll keine Werbung sein, aber da sind natürliche Stoffe drin, die einen ein bisschen beruhigen. Da schlaft man auch besser ein. Und mir hilft das eigentlich ganz gut bei einem passiven Schub. Bei einem aktiven Schub, der ist eigentlich ziemlich selten, aber man ist selbst schuld, wenn man einen aktiven Schub auslöst, weil wenn man zu sehr auf die Psychose fixiert ist und sich auf das einlässt, die Spielchen, die es mit einem spielt, dann, wie zum Beispiel das Gottes und so, wenn man das alles glaubt, dann ist das ein Problem, dann befindet man sich in einem aktiven Schub, da kommen Wahngedanken und dann können sich noch Halluzinationen abspielen, die das noch verstärken, den aktiven psychotischen Schub, und da kann echt viel Scheiße passieren. Ich habe extrem viel Scheiße schon gemacht in aktiven Schüben. Ich habe schon mehrere gehabt und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keinen mehr kriege, weil ich habe jetzt genug gelernt. Noch einmal begehe ich diesen Fehler nicht mehr, dass ich in einen aktiven Schub reinkomme. Auf jeden Fall beim passiven Schub helfen mir die Dr. Böhm. Keine Werbung. Auf jeden Fall, ja, und schlafen hilft eigentlich immer. Am nächsten Tag bist du nicht mehr psychotisch. Das ist einfach so, schlafen ist die beste Medizin. Okay, und wie, ah ja, vorher noch. Eins wollte ich noch sagen, beim vorigen Depressionen. Man muss sich mit gesunden Leuten umgeben. Nicht nur der Familie, man braucht auch Freunde, die einen zuhalten. Nicht so Facebook-Freunde, die was man nicht mehr gescheit kennt, sondern Freunde, die einem wichtig sind und mit denen man wirklich was machen will und denen auch gut zureden und denen man selber auch gut zuredet, einfach eine wahre Freundschaft. Sowas ist ganz wichtig bei Depressionen, meiner Meinung nach. Okay, gehen wir weiter. Wie gehe ich mit Derealisation um? Derealisation kommt bei mir im Prinzip nur, wenn ein passiver Schub da ist. Und dann mache ich das eben mit Dr. Böhm, dass ich was zur Beruhigung habe, das Baldrian und so drin. Und dann komme ich runter. Und Alkohol ist auch nicht gut. Ich fühle mich immer schlecht, wenn ich mehr als ein Bier trinke, dann fühle ich mich schlecht. Wenn ich mehr als einen Spritzer trinke, fühle ich mich schlecht. Schnaps trinke ich überhaupt nicht mehr, weil ich mich dann schlecht fühle. Darum mache ich es nicht. Eben, man muss wissen, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Auf jeden Fall die Realisation, am besten schlafen gehen. Das hört sich blöd an, aber es ist das Einfachste, was einem wieder gut geht. Am besten auch irgendwas zu beruhigen, Baldrian Tropfen oder irgendwas Pflanzliches. Am besten nichts Chemisches. Aber so ist das. Ich hoffe, ich habe dir weiterhelfen können, Tottenham-Fan. Danke für dein Abo und dass du Interesse an diesem Channel hast. Es hat mich gefreut, für dich ein Video zu machen. Und ich mache auch gern für jeden anderen ein Video. Ah ja, und jetzt noch ein kleiner Bonus. Ich habe mir überlegt, ob ich auf Skype oder Discord einmal in der Woche oder so oder in ein paar Terminen in der Woche ein 1:1 Gespräch führe mit Video oder auch ohne Video, wo ich versuche, euch persönlich zu helfen. Das kommt dann nicht in die Videos, wer so eine tiefere Hilfe braucht und vielleicht kann es ihn geben dann. Ich würde das gerne ausprobieren, weil ich habe das Ziel, dass ich Psychotherapeut werde, aber da muss ich vorher studieren. Und als Psychotherapeut, ich will, ich mache es gratis. Vielleicht mache ich es für immer gratis, falls ich dann mit YouTube bin.
Aber wenn es mehr sind, dann kann ich das nicht mehr so machen. Aber ich würde anbieten, dass ich euch eine Stunde oder so berate und euch hilft bei euren Problemen. Ich sage auch nichts weiter, das verspreche ich euch. Das geht keinem was an. Und wenn ihr das wollt, dann schreibt mir einfach auf xwizardx@gmail.com, Instagram oder Twitter. Und von mir aus kann ich auch ein Video machen, ihr könnt es in den Kommentaren schreiben. Aber ja, ich mache gerne auch Videos für euch, wie eben für Tottenham-Fan. Und jo, also wer eine Privatstunde will, vielleicht kann ich euch helfen, vielleicht kann ich euch ermuntern. Ich weiß es nicht, ich würde es gerne probieren, weil ich eben Therapeut werden will. Mit Spezialgebiet Schizophrenie, Psychose, Depressionen. Und das kann ich aber erst studieren, wenn ich meine Psychose ganz wegkriegt habe. Darum schaue ich, dass es mich bald besser geht. Das ist in 2 Jahren wahrscheinlich hoffentlich der Fall, dass ich dann studieren kann mit einer Studiumsberechtigungsprüfung. Aber das war es mit dem Video. Ich hoffe, ich habe euch und ganz besonders dir, Tottenham-Fan, helfen können. Und ich bin raus. Peace.